wollte vielleicht noch ein bisschen was sagen zu dem, wie überhaupt Zensur funktioniert. Also in Russland ist es relativ klar, der Putin will natürlich an der Macht bleiben, das ist uns allen klar, die Journalisten werden verfolgt und ganze Sender werden auf und abgeraten, wie es einmal so sagt. Das wissen wir, ja. Wie wir nicht wissen, was wir nicht wissen, ist das, wie funktioniert das bei uns im Westen. Bei uns im Westen ist es das so, dass, dass wir die sogenannte Schere im Kopf haben. Vielleicht kennt irgendjemand den Begriff. Da geht es darum, dass man von irgendjemandem immer abhängig ist. Auch jeder Journalist ist davon abhängig, sozusagen bezahlt zu werden, damit er halt jeden Tag seine Brötchen kaufen kann. Wirtschaftliche Abhängigkeit sozusagen. Die Sache ist jetzt so, in den Medien wird seit Jahren nur gekürzt. Wir kennen das vom ORF, wir kennen das von diversen Zeitschriften etc. etc. Investigativer Journalismus ist sehr teuer, weil nämlich die kritische Information sich eigentlich fast keiner anschauen will. Und aus dem Grund haben wir solche Zeitschriften, die besonders kritisch sind, besonders niedrige Auflagen. Das heißt, diese Zeitschriften kämpfen ganz besonders ums Überleben. Ja. Es ist die Frage, wenn man in so einem System lebt, wo halt nachweislich, oder für uns zumindest, oder für unsere kleine Gruppe, wenn man so sagen kann, die Wahrheit so klar ist, dann muss es so sein, dass 90% wohl an diesen Mist glauben. Ja? Also das Problem ist nur, wenn man dann als einer dieser Menschen, die halt zu dieser Minderheit gehören und sagen, das ist ein Mist, dann wird erstmal jeder blöd anschauen. Ja? Also dann ist halt die Frage, wer ist dann wirklich so mutig? Ja, das muss dann halt, ja, erstens mal das, ja. Danke für das Organisieren. Echt das. Ich glaube, wir haben alle darauf gewartet, dass das endlich mal in Österreich ankommt. Ich würde nur sagen, bei uns gibt es nicht viel weniger Zensur als wie in Russland. Die Modalitäten sind anders. Das heißt, wer bestimmt, was zensuriert wird, das ist ein bisschen anders. Ja. Wir werden halt durch Marktgesetze beherrscht, die Russen werden halt von Putin beherrscht. Ja. Ich meine, so oder so sind es Mächte, die viel Macht haben. Punkt. Ja. So einfach ist das Ganze. Ich meine, vielleicht will ich noch irgendwas zum Finanzsystem sagen. Also das Finanzsystem hat eine ganz natürliche Grenze. Also derzeit wissen wir, dass ein ziemlich großer Teil der Wirtschaft nur dafür futtert, sozusagen, um die Zinsen bedienen zu können. Das geht jetzt bis zu einem gewissen Teil. In der ganzen Wirtschaft geht es nur um Arbeit. Das heißt, das, was die Wirtschaft antreibt, ist der Mensch, der irgendwas tut, der, keine Ahnung, ein Auto produziert, am Feld die Früchte erntet, etc. etc. Diese Zinsen werden also dadurch bedient, dass Menschen wie du und ich jetzt dann da zur Arbeit gehen und das tun. Die Grenze, von der ich gesprochen habe, die ist circa da, wo die Summe der Zinsen größer ist als wie das Bruttoinlandsprodukt. Ja? Dieser Grenze nähern wir uns schneller, je mehr Schulden wir haben. Vielleicht führt das auch natürlich irgendjemand einmal zu Gemüte, dass diese Grenze eindeutig da ist. Also natürlich ist es dann wichtig zu wissen, klar, irgendwann einmal fliegt das Ganze zusammen. Ja? Also das, was für manche relativ eindeutig ist, ist für manche nicht so eindeutig. Ich glaube, das liegt am Charakter des Systems. Diesen Charakter habe ich identifiziert als Egoismus. Ja? Also der Egoismus, der halt immer mehr akkumulieren will. Ja? Also keiner, oder ich kenne zumindest wenige Menschen in der Öffentlichkeit, die halt gerne ihre Macht dann wieder abgeben. Da gibt es einige wenige Beispiele, aber die sind leider eben auch in dieser Minderheit. Also da kann man froh sein, wenn es einer von 10 ist. Ich glaube, der Systemwandel, dieses System stürzen wird nur dann funktionieren, wenn wir alle daran arbeiten, dass dieses Prinzip des Egoismus in irgendeiner Weise fällt. Ja? Das fällt uns besonders schwer, weil wir nämlich in einer individualistischen Gesellschaft leben, also wo es halt darum geht, dass man sich profiliert und dass man möglichst aus der Masse heraussticht. Das ist alles gut und keiner will diesen Fortschritt wirklich missen. Das Problem ist nur, wir verlieren dadurch die Verbindung zum jeweils Nächsten, zu unserem Nachbarn, ja, den wir einladen sollten. Also
mein Credo ist eigentlich eindeutig gegen den Egoismus. Wir sollten versuchen, den Altruismus, der überall sowas von schlecht geredet wird, von Gutmenschen ist die Rede und so weiter, dass man den vielleicht mal wieder sich sauber anschaut und was bringt es jedem Einzelnen von uns, wenn wir für den Nächsten irgendeine Kleinigkeit tun. Also es kann nicht so schwer sein, jeder kann sich davon überzeugen, dass es funktioniert. Vor allem, es gibt meistens eh mehr Druck, als es immer gibt. Ja. Also nur, das ist nicht der Markt, also der freie Markt, den ich immer wünsche. Ja. Ich will Wettbewerb und ich will dies und jenes, aber keine Freiheit des Marktes darf die Freiheit des Einzelnen einschränken. Und das tut sie bei Weitem jetzt gerade eben. Also die Freiheit, meine Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit des anderen einschränke. Und es ist sehr interessant, dass Putin das auch angegeben hat, was dieser Charakterunterschied ist zwischen Russen und den Western sozusagen. Die Russen leben mehr im Kollektiv. Ja? Vielleicht noch extremer sind die Chinesen, die halt sehr, sehr kollektivistisch sind. Und statt dass wir dorthin schauen und denken, man, diese Volltrotteln, die sie alle runterputten und so weiter, man, die übrigens auch unsere Waren erstellen und so. Diesen Kollektivismus, da können wir uns ganz viel abschauen davon. Auch, ja? Das haben wir schon mal gehabt, Großfamilien, Stammverbände und so weiter und so fort. Schauen wir uns davon alle ein bisschen was ab und steigen wir alle ein bisschen von unserem Individualismus so weit runter, dass wir sagen, wir können gut gemeinsam leben einfach wieder. Okay. We'll be right back.